Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Ich habe ja gesagt gehabt, wir machen auch dieses Jahr Technik und das ist unser erstes Technikset und zwar ist das hier von Moleking das Christmas Slate Reindeer Set mit der Nummer 110, das heißt 10010. Wir haben hier 788 plus Steinchen, wir haben hier eine Akkubox drin, also beziehungsweise eine Batteriebox, wir haben einen Motor. Ist eigentlich alles dabei. So, aber eigentlich ist es der Mock von Nico 71 oder der Mock Nummer 4121 und kostet dort 9 Euro. Ich weiß es nicht, ob er den abgetreten hat oder nicht. Ich habe den letztes Jahr schon auf dem Markt gesehen und habe mir überlegt gehabt, na, sieht cool aus, aber egal. Für dieses Set selber von Moleking zahlt ihr 42 Euro circa. Also ihr habt hier ein bisschen was. Also es ist auch eine wunderschöne Klemmerei für Weihnachten gerade. Mir würden jetzt noch ein paar LEDs dabei fehlen. Die kann man aber auch sehr gut nachkaufen bzw. sich dabei schießen. Gerade je nachdem, wo ihr bestellt, könnt ihr auch diese Aufsätze für die Akkubox kriegen, damit ihr da so eine Verteilung, also Verteilung drin habt, damit ihr überall LEDs anbringen könnt. Ich würde zum Beispiel hier hinten die LEDs mit anbringen oder auch hier an den Zügel. Da es ein Adventsvideo ist, halten wir uns relativ kurz dabei. Die Technik ist relativ einfach. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt in die einzelnen Bauabschnitte rein und dann schauen wir uns am Ende an, wie das Ding funktioniert und kaputt geht. So, da sind wir jetzt mit dem Rentierschlitten dran. Und ja, ihr seht, das ist relativ übersichtlich von den Steinen her. Da ist auch nicht viel Spannendes gerade dabei. Die Akkubox kann man aufschrauben. Das ist eine, wie man sie aus der Eisenbahn kennt. Da kommen dann hier Batterien rein. Wir haben den kleinen M-Motor drin. Und ja, nichts Wildes, nichts Großes. Ihr maut einfach nur unten den Rahmen, strickt hoch. Ihr müsst gucken, dass ihr die ganze Zeit irgendwie nach oben haltet. Wie immer bei Moleking irgendwie, komischerweise. Das hier unten fungiert dann jetzt quasi als Wippe, wenn ihr soweit seid. Das heißt, auf der einen Seite kommt der Schlitten drauf, auf der anderen Seite kommt das Rentier drauf. Huch, jetzt habe ich ein bisschen reingezoomt, das ist aber nicht so schlimm. Und ja, das wippt dann halt jetzt mit der Bewegung dann hin und her. Und das ist dann der erste Schritt, der dann auch schon fertig ist. Also das ging relativ schnell und da seid ihr auch ruckzuck durch. Und ja, wie ich sagte, hier hinten kommt dann jetzt der Schlitten drauf und hier hinten kommt, nee, vorne kommt dann das Rentier drauf. Das ist gerade richtig im Kopf, aber ja, genau so war's. Dann habt ihr hier jetzt das Unterteil für den Schlitten, wo ihr hier dann einfach nur die Schnecke drin habt, damit sich das bewegen kann, beziehungsweise die Bewegung dann weitergegeben wird an das Rentier vorne. Das ist relativ einfach und simpel alles gebaut. Und ja, das ist relativ spaßig auch. Hier habe ich zwei Steine vergessen und zwar einmal hier unter drüben. Ne, hier drüben habe ich zwei Steine vergessen und hier drüben habe ich einen Stein vergessen. So rum war es. Kann passieren im Eifer des Gefechts. Was mir jetzt noch gefallen würde dabei, wäre halt, wenn man jetzt hier noch LEDs draufgepackt hätte, dass man hier die Lampen, die hinten drauf sitzen, auch beleuchtet hätte. Das wäre schön. Gerade für so ein weihnachtliches Set wäre das ideal. Und da haben wir den Schlitten auch schon drauf gepatscht. Hier seht ihr das andere kleine Teil noch im Hintergrund. Und meine Frau drüben an dem Tower klemmen. Also wir hatten hier gut vorgearbeitet. Der Motor sitzt genau hier oben drin. Also der ist genau in dieser Ansteuerung drin. Und dann fangen wir schon an mit dem Rentier. Und da wird es tricky. Beim Rentier ist es wirklich ein bisschen tricky. Ihr sollt diese Paneele einsetzen. Diese Paneele werden so schräg eingesetzt. Ihr kriegt den Winkel aber nicht hin. Ja? Seht ihr das? Ich habe die Steine geschnitten, damit ich den Winkel dafür auch hinbekomme. Ja? Weil anders funktioniert es nicht. Die sitzen nämlich sonst straight oben drauf und gucken gerade nach oben weg. Ihr kriegt das so nicht hin, dass die da rumliegen. Es sei denn, ihr macht da wirklich so eine Kerbe rein, schneidet halt mit einem Feinmesser und Scharfmesser wirklich deine Ecke ab. Aber ihr müsst vorsichtig sein. Am besten nehmt ihr ein Bastelskalpell dafür und nehmt immer so ein Stück für Stück ab und guckt, dass es passt. Ansonsten, ich habe mein Kampfmesser genommen, was hier rumliegt.
Und ich habe da auf der anderen Seite habe ich es komplett verhunzt. Das, ja, jetzt hat es eine Schokoladeseite und eine Mehlseite. Das ist halt so. Da seht ihr, dass das Ding ziemlich gelitten hat unter meiner Messerattacke. Aber egal. Hier ist der Aufbau relativ simpel. Ihr habt jetzt hier die Eingangswelle, die hier reinkommt. Und da sitzen dann jetzt einfach nur diese vier Zahnräder hinten dran, die das ganze Teil bewegen. Und dann baut ihr jetzt einfach nur hier die Füße ran. Die Bewegung läuft jetzt so, dass ihr, dass sich das dreht. Und durch die Drehung wird der hier unten zurückgezogen und der obere runtergeschoben. Ja, so dass das immer so ein Zack, 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 Zack ist. Ja, und das baut ihr so auf jeder Seite. Auch hier ist es jetzt so, hier wird es nach unten weggedrückt. Also bei der Drehung wird das, ne, Moment mal, wenn sich das dreht, wird der nach oben hingezogen und der nach unten weggedrückt. So rum. So, dass ihr diese Drehung hier habt. Hier oben gibt es quasi diese Drehung und hier unten dann auch diese Drehung, bevor ich mich jetzt verhaue. Und da steht das Viech auch schon und ist auch soweit fertig. So, da habt ihr dann jetzt hier den Bürzel dran, ihr habt das Geweih oben dran, ihr habt jetzt hier hinten dann, ja, ich schieb dem eine Achse hinten rein, ich sag's mal freundlich. Und dann setzt ihr das nur noch oben drauf auf den Schlitten und damit ist die ganze Nummer fertig. So, und dann gucken wir uns jetzt das ganze Ding an und lassen uns dann davon berauschen, wie das gut funktioniert. So, wir machen 1 zu 1 gleich weiter. Und ja, ihr habt die Kabelführung hier unten ziemlich einfach. Da braucht ihr gar nicht viel zu machen. Ich halte es euch mal ein bisschen nach vorne, damit ihr mal ein bisschen was sehen könnt. Wenn er scharf stellt. Ne, er stellt nicht scharf. Er hält mich für scharf. Na? Hier nochmal in den Schlitten reingucken. Hier unten, das, die Traverse ist relativ einfach und simpel gebaut, alles. Da ist nicht viel dabei. Ja, das ist relativ einfach, das ist relativ gut. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo es schwierig wird. Die Füße vom Rentier, da müsst ihr gucken, dass ihr die wirklich kreuzförmig anordnet, dass jedes Bein seine eigene Richtung hat. Ja, sonst geht es schief. Und auch wenn ihr das macht, ab und zu hakt. Und es hakt dann auch so weit, dass es dann passieren kann, dass euch die Zahnräder hier rausfliegen. Sie gehen nicht kaputt, aber sie fliegen halt raus. Und für alle, die jetzt nicht das Geräusch mögen, eine Triggerwarnung. Die Zahnräder werden leiden. Ich habe es eben schon dreifach mal wieder probiert und wieder zusammengesetzt. Es ist einfach kompliziert dabei. Ich schalte an. Wir gucken. Wie ihr seht, ist jetzt hier hinten das Zahnrad rausgeflogen. Das war jetzt das zweite Mal. Aber normalerweise läuft der einwandfrei. Ich verstehe nicht, warum. Durch den Druck von dem Motor dann dahinter. Es hängt. Weil wenn ich das von Hand drehe, läuft es einwandfrei durch. Ohne dass es irgendwo klemmt oder hakt. Das ist einfach nur jedes Mal dieses Rutschen, weil dann das Gewicht nach unten kommt. Dass es so ein bisschen durchrutscht. Aber ich vermute mal, das ist vielleicht auch der Punkt, den die Zahnräder nicht mögen. Ja, weil ich kann das hier ganz locker leicht einfach durchdrehen, ohne dass da irgendwas passiert oder Probleme gibt. Auch in alle Richtungen. Also ich kann das jetzt vor und zurück. Der knallt nur hier hinten gegen die Kufen. Das ist alles. Mehr ist das nicht. Und es ist schade, dass es halt dann auseinanderfliegt. Ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Wir werden uns am 4. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am 4. Advent mit einem größeren Set weiter. Und bis zu Heiligabend ist es ja auch nicht mehr weit. Ich persönlich habe jetzt noch 10 Tage zu arbeiten. Yay, dann ist Weihnachten.
In diesem Sinne würde ich sagen, euch eine schöne weitere Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund, bleibt fit da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.